Uhu. Ubisoft. Abstergo Entertainment. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Dosenloop-Kanal. Und ich finde noch immer, mir ist alles zu laut, obwohl ich es nicht mehr leise stellen kann. Naja. Ja. Uhu. Enzio. Connor. Edward. Arno. Ach, aus Unity. Okay. Zack. So. Wir sind in Assassin's Creed Unity. Und haben wir hier. Ja. Housing natürlich. So. Das wär's mit der Einstellung beim Sound. Kommt, die Musik etwas runter. Und ich hätte gerne. Na? Ne, ich hätte gerne Untertitel an. Wo kriege ich meine Untertitel? Sound. Musikstärke. Deutsch. Ja. Ne. Ah, das gibt es doch jetzt nicht. In der Grafik war das auch nicht drin. Oder? Hat Steuerung. Online habe ich. Ist mir egal. Ach! Standardmäßig da ist es doch. Gut. Jetzt haben wir alles. Jetzt beginnen wir. Mit einem neuen Spiel. Und wir heißen Abstergo. Wir sind die Bösen. Ja, dieses Spiel ist zeitgleich zu Unity rausgekommen und soll besser als Unity sein, wenn man den Testberichten Glauben schenken darf. Und deshalb spiele ich das mal. Weil ich das wirklich testen möchte. Verschone das Leben von allen Unschuldigen. Halte den Kopf unten. Verrate niemals die Assassinenbruderschaft. Dies sind die Lehren des Credos. Die Prinzipien, nach denen ich lebe. Ich war damals noch ein junger Mann. Der siebenjährige Krieg hatte gerade begonnen. Ich hatte keine Vorstellung, was mir die Zukunft alles bringen würde. Noch von dem Preis, den ich dafür zahlen musste. Mein Name ist Shay Patrick Cormack. Und das meine Geschichte. So. Ups. Also, laufen kannst du ja nicht mal gut, ne? Ah ja. Nun. An Feuerholz wird es nicht fehlen. Gebt zu, ich hatte euch fast. Fast. Leider zählt das nicht, Shay. Zudem, nein. Das war nur Glück. Ich mach mir mein Glück, Liam. Ach, das behauptet ihr seit Jahren. Aber was habt ihr damit erreicht? Hat es euch jemals vor Ärger bewahrt? Ach, wisst ihr, Ärger folgt mir überall hin. Lasst uns umkehren. Ja. So sieht's aus. Kommt. Captain Della Verandrie und seine Crew scheinen Ärger zu haben. Wer hätte gedacht, dass das Schmugglertreffen so endet?
Ein Schmuggler treffen? Ja, ich verstehe nur nicht, warum ihr mir nicht sagt, was wir hier tun. Weil der Chevalier beschloss, nichts zu sagen. Sind wir nicht Freunde, Liam? Sind wir, aber das zählt nicht. Es betrifft euch nicht, Shay. Na, so langsam komme ich wieder richtig hin. Und es gibt wieder Aussichtspunkte. Hm? Sieht doch ganz nett aus. Lauf ich zu schnell für euch? Ich behalte euch nur im Auge, falls ihr hinfallt und euch verletzt. Ah. Aber guck mal, was haben wir denn hier liegen? Na? So gefällt mir das. Ein Wikingerschwert. Schnell. Einen Chevalier lässt man nicht warten. Ja, ja. Ist gut. Zum Henker! Gott zum Teufel, wart ihr zwei! Wir waren jagen. Was ist passiert? Deine Männer wurden von Engländern angegriffen. Aber Captain Joseph, erzählt ihr nicht immer, dass ihr sie selbst in die Flucht geschlagen habt? Es heißt Kapitän Louis-Joseph Gauthier, Chevalier de la Vérendrye. Und ihr träumt, falls ihr glaubt, dass es so einfach ist, ein echter Assassine zu werden. Was das eigentlich bedeutet? Ihr wäret verantwortlich für eine uralte und überaus stolze Tradition. Ihr müsstet eurem Mentor ohne zu zögern folgen. Wie sollten wir sonst die Freiheit der Menschen sichern? Sehr schön gesprochen, Chevalier. Aber ich fühle mich nicht besonders frei. Nun, dann fühlt euch belehrt. Ah! Einfallspinsel! Du schwachköpfiger Kohlbauer! Ah! Ah! Ich bringe dir Manieren bei, Kerl. Wie kannst du noch so respektlos sein? Gentlemen, kommt! Wir haben einen gemeinsamen Feind und er ist nah. Die Royal Navy hat mein Schiff angegriffen und meine Männer verjagt. Wir sind gestrandet und schlimmer noch, die Schmuggler, mit denen wir uns hier treffen sollten, wurden gefangen genommen. Shay und ich übernehmen die Schmuggler, ihr die Verwundeten. Ihr nehmt. Ihr braucht sie. Seid okay, vorsichtig, also. Shay. Die Royal Navy erwartet uns. Aber ihr seid soweit. Das sieht für mich. Ja. Erteilt ihnen eine Lektion. Sie haben keine Chance. Wo sind deine Kumpane jetzt, elende Ratte? Sprich, solches Raubprügler! Passt gut auf, Männer! Diese Gesellen sind immer noch da draußen! Da ist er wieder. Na? Also es gibt wieder so ein Kombosystem, wie es sie früher gab. Danke. Und sieht wieder so aus wie damals, dass halt Sachen nachgeladen werden, die nicht rechtzeitig da sind. Obwohl ich das Ding auf einer SSD installiert habe. Egal. Die hätte ich jetzt auch nochmal. Ich war schon fast tot. Entschuldigung. Gut, dann laufen wir mal weiter. Und bekommen unser Schiff. Ach, das ist ein gegnerisches Schiff. Ups. Ich
Oh. Als habe ich für euch aufgehoben. Wie aufmerksam. Vielleicht seid ihr doch nicht so nutzlos, Shay. Apropos nutzlos. Diese Schwachköpfe brauchen das Schiff sicher nicht mehr. Dieser Misthaufen stinkt. Ihr wollt es, Shay. Es gehört euch. Nun bringt mich zurück zu meinem Schiff. Gut. Ihr habt ihn gehört. Das Schiff gehört euch. Na los. Ans Ruder. Ein paar von den Geretteten wollen sich uns anschließen. Wir bilden eine gute Crew. Bei ihrem Kapitän bin ich mir nicht sicher. Aber außer mir seid ihr der erfahrenste Seemann in der Bruderschaft, Shay. Übrigens, wir brauchen ein anderes Schiff, sei es dieses Wrack da. Sie ist mein, oder? Mein erstes Schiff. Euer Müllhaufen? Ja. Ach, mit einem Farbklecks und ein paar neuen Kanonen kann sie sich auf den sieben Weltmeeren sehen lassen. Sollen wir beginnen? Jawohl. Kanonen abfallen. Ja, das ist wie in Assassin's Creed 4. Das habe ich ja auch schon gespielt. Sie ist ein Wrack. Aber sie schwimmt noch. Sie heißt Morrigan. Morgan? Die verrückte Fee, die Merlin ruinierte, den Weißen? Oh, das passt gut zu euch, Shay. Morrigan ist eine alte Göttin. Königin von Krieg und Dunkel. Sie erntet die Seelen gefallener Krieger. Wahrlich perfekt. Hey. Wieso kann ich nicht Gas geben, hm? Oh, mein Schiff! Es ist von der Schien. Sie geht unter! Mal sehen, wie die Morrigan reagiert, Captain Shay. An die Kanonenmänner! Kurz drehen. Die hauen sie in Stücke! Tut etwas! Ja. Sir! Von vorne! Feuer! Oh. Erwarten Befehle! Kein Schiff! Ja. Verdammt nochmal. So, drehen. Das letzte Schiff. Schneller. Feuer! Auf euer Feuer! Oh. Wir machen so schnell wir können. Schneller. Feuer! Offenbar ist dieses Schiff immerhin gefechtsbereit. Ich begebe mich zu den Resten der Gerfurt. Der Rheinweg ist lang. Temperaturen stehen an. Singt ein Lied, Männer! Der Chevalier ist zufrieden! Deshalb singen die Lieder. Nur damit Leute zufrieden sind. Also ich muss sagen, ich habe Black Flag nicht komplett durchgespielt. Zeit, dem Mentor Bericht zu erstatten. Meint ihr nicht auch? Weise Worte, Captain. Weise Worte. Weil, irgendwann ich einen Festplattencrash hatte und mein Spielstand auch im Online-Cloud überschrieben habe und dann von vorne anfangen müsste. Was scheiße war.